Sehr geehrte Damen und Herren, in den folgenden 3,5 Minuten sehen Sie Ausschnitte unseres Mobildeichtests in Hamburg-Wittenbergen. Hierbei wurde der Tidenhub der Elbe bis zu 1,60 Meter über Sandstrand aufgestaut. Der Versuch wurde vom THW begleitet und beobachtet. Die auf einer Achse aufgerollten Mobildeichmodule werden abgeladen und können nach Aufstecken von Transporträdern von 2 Personen leicht zu ihrem Einsatzort gebracht und dort ausgerollt werden. Im Hintergrund ist zu sehen, wie die Dichtungsplane etwa 20 cm tief eingegraben wird. Diese Maßnahme ist auf Sandboden erforderlich, um ein Unterspülen des Deiches zu verhindern. Am Ende des ersten wird nun das zweite Modul positioniert und ausgerollt. Die Verbindung der Module wird durch Verknüpfung der Mantelnetze hergestellt. Das Befüllen wird erst gestartet, als das ansteigende Hochwasser bereits die ausgerollten Schläuche überflutet. Mithilfe von 2 Tauchpumpen mit einer Leistung von je 3000 Litern pro Minute kann das THW die 7 Schläuche mit insgesamt 170.000 Liter Wasser innerhalb einer halben Stunde befüllen. Das schnell steigende Wasser überflutet nun auch das dritte Modul, bevor dieses befüllt wird. Durch die Dichtungsplane ist der Deich jedoch auch während des Befüllens funktionsfähig. 8 Minuten nach Füllbeginn des letzten Modules ist der Mobildeich vollständig nutzbar. Während des Hochwassers wird der Mobildeich bei voller Stauhöhe durch den Schwell vorbeifahrender Containerschiffe und durch die Wellen eines DLRG-Bootes auf Standfestigkeit getestet. Die Wellen schwappen teilweise über den Mobildeich, können aber dessen Schutzwirkung nicht beeinträchtigen. Mit dem DLRG-Boot wird gegen den Mobildeich gedrückt, bis das Boot auf den Deich rutscht. Hiermit soll anprallendes Treibgut simuliert werden.